Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Herzliches Willkommen unseren Gästen aus Groß-Asbach und dem Trainer Oliver Zapel. Oliver, dann darf ich dich um dein Wort bitten. Ja, zunächst mal herzlichen Glückwunsch an Thorsten und den MSV. Ich bin normalerweise überhaupt kein Freund davon, Niederlagen in irgendeiner Art und Weise schön zu reden. Ich möchte trotzdem dieses Mal ganz kurz auf das Zusammenkommen eingehen. Ich denke, wir haben richtig gut ins Spiel gefunden, waren in den ersten Minuten sehr, sehr präsent, hatten eine richtig fette Torchance auch zum 1:0 durch den Dimitri Mbongo, kriegen dann doch relativ überraschend nach einem eigenen Torwartabstoß von uns und einem Missverständnis im Mittelfeld das 0:1. Das hat dann kurzfristig ein paar Spuren hinterlassen. Da war eine gute Phase vom MSV. Dann haben wir uns allerdings berappelt und auch meines Erachtens nach völlig verdient den Ausgleich erzielt. Und mit diesem 1:1 sind beide Mannschaften dann auch gerechterweise in die Kabine gegangen. Wir hatten in der zweiten Halbzeit dann eine richtig gute Viertelstunde, sagen wir 10 Minuten, wo wir eigentlich das zweite Tor zwingend machen müssen. Durch solche Situationen, wo wir alleine auf das Tor gehen und schon uns im 5-Meter-Raum befinden und es dann nicht fertig kriegen, einen klaren Abschluss auf das Tor zu schießen. Ja, und diese 5 Minuten, die dann folgten, die werden uns sicherlich auch noch diese Woche ein bisschen begleiten. 3 Tore in 5 Minuten, das ist harter Tobak. Das kenne ich im Grunde genommen so gar nicht von meiner Mannschaft, dass wir uns nach einem Rückschlag ergeben und so gehen lassen. Da hat der MSV gnadenlos zugestochen. Und trotzdem haben wir noch ein weiteres Thema zu bearbeiten. Denn was wir danach noch an Torchancen liegen gelassen haben, wo wir zumindest Ergebniskorrektur hätten betreiben müssen, sodass wir mindestens noch auf ein 3:4 rankommen, dann müssen wir zwingend nochmal mit dem einen oder anderen Gespräch führen, damit wir da die Zielstrebigkeit in unserem Spiel nicht verlieren. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken und werden das ganze Thema dann aufbereiten und nächste Woche gegen den ersten FC Kaiserslautern in unserem Heimspiel versuchen, es deutlich besser zu machen als heute. Danke. Dankeschön, Thorsten Lieberknecht, bitte. Ja, erstmal vielen Dank, Oliver, für die Glückwünsche. Ich glaube, die Analyse war top wiedergegeben. Ja. Wir hatten am Anfang mit Nervosität zu kämpfen und konnten dann mit dem 1:0 uns ein bisschen befreien. Und ich glaube, dass wir dann mit unserem Zutun kurz vor der Halbzeit, also das Tempo zu sehr verschleppt haben, zu sehr nach hinten gedacht haben, quer gedacht haben, eben den Gegner dann auch das 1:1 ermöglicht. Und mit diesem kleinen Nackenschlag sind wir dann in die Halbzeit gegangen und wir haben versucht, eben die Jungs wieder besser einzustellen und das eine oder andere eben gerade was das Tiefenspiel angeht, da anzusprechen. Und dann kommen wir natürlich zum richtigen Zeitpunkt dann eben in diese Situation, dass wir die Tore machen. Und das, was Oliver eben aber auch sagt, unser Ansatz ist der, den wir gezeigt haben da am 4:1, dass wir einfach fahrlässig dann mit der Situation umgegangen sind. Und so ein Ding eben, wenn man das andere Ergebnis sieht, Hansa Rostock, Viktoria Köln, kann dann eben halt auch mal in eine ganz andere Richtung laufen. Also wir sind natürlich alle froh, dass wir dieses Spiel so absolvieren konnten. Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass es mir wichtig ist, dass es klar um Punkte geht, aber es ist mir wichtig, dass wir den Leuten wieder was präsentieren. Eine Mannschaft, die leidenschaftlich spielt, die lebt, die zeigt, dass sie eben eine Entwicklung genommen hat in der Vorbereitung und auch noch nehmen wird. Und ich glaube, die Zuschauer haben das honoriert. Das war ein ganz wichtiger Moment für uns, für den MSV. Und man kann durchaus auch mal sagen, dass die Leute, so wie die heute gekommen sind, die Fans, dass man da als MSV-Verantwortlicher, aber auch als MSV-Fan durchaus stolz sein kann, wenn man als eigener Fan so diesem Club sich zugehörig fühlt. Und das war ein starker Moment, finde ich, heute vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel natürlich auch.
Olli, für dich, fürs nächste Spiel alles Gute und für die Saison auch natürlich. Danke. Danke, Thorsten. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte um kurz Handzeichen fürs Mikrofon. Joachim Droll, bitte. Thorsten, kann man es auf einen Punkt bringen, dass genau das, was in der vergangenen Saison, die auch so oft mit der Mannschaft gefehlt hat, das Spielglück, dass das heute endlich mal zurückgekehrt ist? Denn das waren ja genau die Situationen, die der Oliver Zabel auch angesprochen hat. Es hätte ja auch kippen können. Ja, letzte Saison war letzte Saison. Wir sind jetzt in dieser Saison. Wir haben mit 8 Jungs begonnen, kein Torhüter im ersten Training gehabt und haben dann eine schwierige Vorbereitung gefahren. Aber was zu sehen war, dass die Jungs in der Vorbereitung gewillt sind, über Grenzen zu gehen und das Alte, und das hat man ja auch schon in der Vorbereitung gemerkt, hinter sich lassen, auch die Zuschauer das Alte hinter sich lassen. Und ja, und ich glaube, wenn du 4-1 dann gewinnst, ist es dann aber auch nicht unverdient, dass du gewonnen hast. Dirk Retzlaff, bitte. Moritz Stoppelkamp hat das Alte auch hinter sich gelassen, hat heute 2 Tore erzielt, 1 vorbereitet, vielleicht ein Satz zu seiner Leistung. Dass der Stoppel ein außergewöhnlicher Fußballer ist, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich glaube immer fest daran, dass es eine Belohnung gibt für Dinge, die man für Dinge, die man selbst tut. Und Stoppel war derjenige, der sich bekannt hat für den MSV. Und Stoppel hat sich in der Vorbereitung eben halt auch das Kapitänsamt erarbeitet. Und Stoppel hat die Belohnung dafür bekommen, dass er heute 2 wichtige Tore geschossen hat. Und das ist das Thema, was ich da zu Stoppel sagen kann. Und er hat angeführt und er hat zum richtigen und zum wichtigen Zeitpunkt dann auch das 2-1, glaube ich, in der Vollendung, wie er es gemacht hat, natürlich sensationell dann geholfen, das Spiel zu drehen.